Guten Tag und herzlich willkommen am Fachbereich Chemie. Ich begrüße Sie zu unserem Studieninformationstag und freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Mein Name ist Paulina Hellmecke, ich bin Lehrentwicklerin am Fachbereich Chemie und bin auch zuständig für die Kommunikation mit Studieninteressierten. Ich werde Ihnen heute über unsere Studiengänge, Bachelorstudiengänge Chemie, Life Science, Nanoscience und Chemie auf Lehramt erzählen. Die Universität Konstanz ist eine kleine und eine sehr kompakte Campus-Universität. Wir haben im Moment ca. 11.000 Studierende und alle Gebäude der Uni befinden sich auf dem Giesberg-Campus. Unser Fachbereich, der Fachbereich Chemie, befindet sich im Gebäude L. Das ist eine sehr zentrale Lage und das ist für uns sehr praktisch, denn wir arbeiten sehr eng mit anderen Fachbereichen zusammen, zum Beispiel mit der Physik, mit der Biologie. Und das ist sehr praktisch, dass wir dann eben so kurze Wege haben. Im Moment haben wir im Fachbereich 21 Lehrende und etwas über 700 Studierende. An der Spitze des Fachbereichs stehen zwei Frauen. Frau Professorin Karin Hauser ist jetzt seit Oktober die Fachbereichssprecherin und Frau Professorin Christina Peter ist unsere Studiendekanin. Und hier sehen Sie nochmal alle Professorinnen und Professoren sowie Nachwuchswissenschaftlerinnen am Fachbereich Chemie. Jetzt kommen wir zu unseren Studiengängen. Unser Basisangebot, also das klassischste am Fachbereich Chemie, ist natürlich Chemie. Ansonsten bieten wir noch fachübergreifende Studiengänge. Das ist einmal der Studiengang Life Science, das ist Chemie und Biologie. Und dann der Studiengang Nanoscience, also molekulare Materialwissenschaften mit Physik. Und es gibt auch natürlich einen Lehramtsstudiengang, das ist Chemie plus das zweite Fach, dazu komme ich noch, und die Bildungswissenschaften. Alle Studiengänge am Fachbereich Chemie sind sehr praxisorientiert. Das heißt, wir richten ein besonderes Augenmerk auf die praktische Laborausbildung und die Laborpraktika bilden etwa die Hälfte des gesamten Studienprogramms. Das ist sehr viel. Wir sprechen also vom intellektuellen Handwerk und erwarten von unseren Studierenden nicht nur die Fachkenntnisse, das ist ja selbstverständlich, aber auch so ein bisschen Freude am Experimentieren und auch ein manuelles Geschick für die Laborversuche. Das braucht man unbedingt. Ich kann es mir nicht verkneifen. Ich habe in einem lustigen YouTube-Video einmal gehört, Chemie ist sowas zwischen Kochen und Auto reparieren. Und das fand ich sehr witzig, das ist aber auch sehr zutreffend. Also man muss ein bisschen basteln, tüfteln wollen und können. Und man braucht auch eine Prise Geduld, denn es gibt auch Versuche, die nicht immer gelingen. Und dann soll man nicht sofort aufgeben. Warum soll man in Konstanz studieren? Dafür gibt es sehr, sehr viele Gründe. Der erste Grund wäre sicherlich die Spitzenforschung. Konstanz ist eine sehr forschungsstarke Uni. Sie gehört, wie bereits gesagt, zu den Exzellenzuniversitäten und nimmt auch bei Drittmitteleinwerbungen die Spitzenposition ein. Man studiert hier bei international ausgewiesenen und ausgezeichneten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und was sehr wichtig ist, die Forschungsergebnisse fließen direkt in die Lehre ein. Sie merken das allerspätestens in der Bachelorphase, weil sie dann bei ihrem eigenen Forschungsprojekt von dieser Expertise des Fachbereichs und von der Top-Ausstattung direkt profitieren.
Zweitens Interdisziplinarität. Das ist eine sehr große Stärke des Fachbereichs Chemie. Unsere Forschungsschwerpunkte reichen von modernen Fragestellungen der Lebenswissenschaften bis hin zu aktuellen Aspekten der Materialwissenschaften. Der Fachbereich beteiligt sich auch an mehreren Sonderforschungsbereichen und arbeitet aktiv in dem interdisziplinären Forschungsprojekt ChemLife mit. Wir arbeiten mit den Physikern, mit den Biologen, mit den Informatikern zusammen und es ist auch naheliegend, dass wir interdisziplinäre Studiengänge wie eben Life Science oder Nanoscience anbieten. Der Fachbereich hat eine sehr gute Infrastruktur und top ausgestattete Labore. Und bei uns bekommen Sie eine Laborplatzgarantie. Das ist nicht immer selbstverständlich. Bei uns können Sie sicher sein, dass Sie bei uns studieren und dann auch einen Laborplatz bekommen. Persönliche Betreuung, ja, wir sind eine große Familie, wir kennen uns gut und wir arbeiten sehr gern zusammen. Die Professoren und Professorinnen sind sehr gut erreichbar. Sie arbeiten meistens bei offenen Türen und wenn man eine kurze Frage hat, kann man auch spontan vorbeikommen und die Sache klären. Jetzt kommen wir zu den einzelnen Studiengängen. Wir sprechen hier von der Bachelor-Ebene. Die Studiengänge Chemie und Nanoscience sind beide zulassungsfrei und umfassen jeweils 180 ICTS-Punkte in 6 Semestern. Chemie, Bachelor of Science, unser Basisangebot. Sie bestimmt wissen, beschäftigt sich Chemie mit allen Aspekten der Stoffumwandlung und sie spielt als wissenschaftliche Disziplin nicht nur eine große Rolle bei den Naturwissenschaften, sondern auch im technischen und natürlich auch im medizinischen Bereich. Der Bachelorstudiengang Chemie an der Universität Konstanz ist sehr klassisch aufgebaut und vermittelt die Grundlagenkenntnisse in den Kernfächern, das heißt anorganische, organische und physikalische Chemie. Dazu kommen natürlich auch Physik und Mathematik, die für chemische Ausbildung immer notwendig sind. Und dann die theoretische und praktische Festkörperchemie. Bei der Festkörperchemie geht es meistens um anorganische Verbindungen wie bei Mineralien oder Salzen oder Metallen. Und dann das integrierte Synthesepraktikum. In dem Praktikum werden komplexe Synthesereaktionen erprobt, also organisch und anorganisch. Und schließlich beschäftigen wir uns auch mit Toxikologie und auch mit rechtlichen Fragen. Diese Inhalte haben nicht so einen großen Umfang, sind aber sehr wichtig, denn der Beruf Chemiker oder Chemikerin hat eine sehr große Verantwortung. Ja, dazu kommen noch die Wahlpflichtmodule und die Schlüsselqualifikationen. Die Schlüsselqualifikationen, das sind zum Beispiel Fremdsprachen oder Projektmanagement oder irgendwas Außerfachliches. Und ganz zum Schluss die Bachelorarbeit. Die Bachelorarbeit wird in einer festen Arbeitsgruppe durchgeführt. Und ist ein kleines Forschungsprojekt oder ein Teilforschungsprojekt, das Sie zusammen mit der ganzen Gruppe als Mitglied dieser Arbeitsgruppe durchführen. Nanoscience, Bachelor of Science. Dieser Studiengang ist eine Kombination aus Chemie und Physik und
Es geht hier um die Erforschung molekularer Materialien. Also so in der Nanotechnologie ist es möglich, Stoffe mit extrem kleinen Abmessungen herzustellen. Extrem klein bedeutet so 100.000 Mal dünner als ein Haar. Und man hat herausgefunden, dass sich die Eigenschaften der Stoffe durch Verkleinerung im Nanometerbereich sehr stark verändern. Oder ganz unerwartete neue Eigenschaften zeigen. Und das ist sehr spannend, wenn man sich auch für Physik interessiert, wenn man sich für innovative Technologien interessiert, man möchte sich zum Beispiel mit Solarzellen beschäftigen, dann ist der Nanostudiengang sicherlich eine gute Wahl. Zum Aufbau des Studiums. Es ist am Anfang sehr viel Chemie, also so wie im Chemiestudium, allgemeine anorganische Chemie, organische Chemie und physikalische Chemie. Dazu wieder die Festkörper, Chemie und Physik und Mathematik. Und dann wird man sich spezialisieren, dann kommen chemische Materialwissenschaften dazu und Polymerchemie und natürlich Nanotechnologie, Materialanalytik und Kolloidchemie. Wie Sie sehen, sind die Studiengänge am Anfang sehr ähnlich aufgebaut. Das gilt auch für Life Science, dazu sage ich auch noch was. Es ist sehr wichtig, dass die Studiengänge am Anfang sehr ähnlich sind, dass die Inhalte sehr ähnlich sind, denn das bedeutet ja für Sie, dass Sie auch wechseln können. Also am Anfang ist das relativ unproblematisch. Sollten Sie sich umentscheiden und sagen, ach nein, Nanoscience doch nicht, vielleicht lieber Chemie oder umgekehrt, dann ist es am Anfang des Studiums gar kein Problem. Je später, desto schwieriger. Das hat natürlich damit zu tun, dass man sich eben dann spezialisiert und dass sich dann die Inhalte schon immer stärker unterscheiden. Genau, Wahlpflichtmodule, Schlüsselqualifikationen genauso wie im Chemiestudium und der Studiengang wird dann ebenfalls mit einer Bachelorarbeit abgeschlossen. Der Bachelor-Studiengang Life Science, das ist derselbe Abschluss, Bachelor of Science, sind ebenfalls 6 Semester und 180 Credits, die man erwerben kann. Der Unterschied zu Nanoscience und zur Chemie ist, dass der Bachelor-Studiengang Life Science zulassungsbeschränkt ist. Das heißt, Sie müssen sich rechtzeitig bewerben und die Zulassung hängt dann von Ihrer Abiturnote ab. Der Studiengang Life Science ist eine Kombination von Chemie und Biologie. Und hier beschäftigen wir uns mit Nukleinsäuren, mit Proteinen, Kohlenhydraten und ihren chemischen Eigenschaften und Wechselwirkungen, sodass die Absolventen und Absolventinnen des Studiengangs ein einschlägiges Profil, Qualifikationsprofil für die moderne biotechnologische und pharmazeutische Forschung und Industrie entwickeln. Zum Aufbau des Studiengangs. Es ist wieder so wie in den anderen Studiengängen. Man lernt anorganische, organische und physikalische Chemie. Dazu noch die Grundlagen Mathematik und Physik. Und dann kommen die Inhalte aus der Biologie dazu. Das heißt die organismische Biologie, Molekularbiologie, Mikrobiologie, Pflanzen-Tierphysiologie und Pharmakologie und Toxikologie. Das ist so ein Mix. Wir sagen immer das Beste aus der Chemie und aus der Biologie. Sie haben im Studium natürlich auch die Wahlpflichtmodule, auch wie in den anderen Studiengängen, die Schlüsselqualifikationen und am Ende schreiben Sie wieder eine Bachelorarbeit.
Natürlich haben Sie auch eine Möglichkeit, Chemie auf Lehramt zu studieren. Das ist der Studiengang Bachelor of Education. Und hier kombinieren Sie zwei Fächer. Man kann Chemie beliebig mit anderen Fächern kombinieren. Also es ist alles möglich, alles das, was an der Universität Konstanz angeboten wird, können Sie gerne mit Chemie kombinieren, ob das jetzt klassischerweise Biologie ist oder ob das diesmal Russisch oder Latein ist. Sie können sich aussuchen, was Sie wollen. Und diese zwei Fächer plus Fachdidaktik, das sind so die Inhalte, die zum Lehramtsstudiengang gehören. Dazu kommen natürlich auch noch die Bildungswissenschaften und das Orientierungspraktikum. Das sind dann wieder klassischerweise 180 ICTS-Punkte im Bachelorstudium. Das Bachelorstudium oder der Bachelorabschluss reicht noch nicht. Wenn man als Lehrer arbeiten möchte, dann muss man das Studium dann fortsetzen, Masterstudium, später geht es ins Referendariat und der ganze lange Weg wird mit Staatsexamen abgeschlossen und dann dürfen Sie Chemie und das andere Fach unterrichten. Bei unseren Informationsveranstaltungen und Messen, an denen ich teilnehme, werde ich immer wieder gefragt, ob man ins Ausland gehen kann. Natürlich kann man das. Das machen auch sehr viele Studierende und das ist eine sehr gute Möglichkeit, sich auch persönlich weiterzuentwickeln und auch was anderes zu sehen. Es gibt an der Uni Konstanz sehr, sehr viele Kooperationen, sehr viele Mobilitätsprogramme. Sie können sich beim International Office da sehr gut beraten lassen. Das, was ich hier so aufgelistet habe, das sind nur die Erasmus-Kooperationen, das EU-Programm Erasmus, nur das, was uns hier betrifft und die Kooperationen, die der Fachbereich Chemie pflegt. Es gibt natürlich sehr viele andere Stipendienprogramme und Mobilitätsprogramme. Später auch die gezielten Kooperationen zwischen unseren Arbeitsgruppen und ausländischen Arbeitsgruppen, zwischen unseren Professorinnen und Professoren und den Kollegen im Ausland. Man kann auch nach Amerika gehen, man kann auch nach Australien gehen. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Eins möchte ich dazu sagen, am besten macht man das im Masterstudium. Das liegt daran, dass das Bachelorstudium auch ziemlich kompakt ist und das ist auch viel Arbeit und viel Inhalt und wie ich bereits gesagt habe, viel Theorie und viel Praxis und es ist relativ schwierig, das noch mit einem Auslandsaufenthalt zu verbinden. Im Masterstudium geht das viel leichter, weil man, was die Inhalte des Studiums angeht, viel flexibler ist und man kann sich dann viele Veranstaltungen, viele Inhalte dann selbst aussuchen und dann macht so ein Auslandsaufenthalt viel mehr Sinn. Sprechen Sie uns an, sprechen Sie auch das International Office an, dort werden Sie sehr gut unterstützt und wenn man, wie gesagt, ins Ausland gehen will, ob jetzt zum Studium oder zum Praktikum, dann ist das bei uns natürlich gar kein Problem. Jetzt kommen wir zu Berufsperspektiven. Es ist sehr schön zu studieren, glauben Sie mir, das ist eine ganz schöne Zeit, aber irgendwann fragt man sich natürlich, was man nach dem Studium machen kann. Und in unserem Studium fragt man sich auch natürlich, wie lange man überhaupt studieren sollte. Denn es ist seit der Umsetzung der Bologna-Reform so, dass bereits der Bachelor-Abschluss berufsqualifizierend ist. Das heißt, dass Sie im Prinzip nach dem Bachelor-Abschluss aufhören könnten, was wir allerdings nicht empfehlen, weil Sie dann auf dem Arbeitsmarkt mit anderen Menschen konkurrieren, die zum Beispiel Ausbildung gemacht haben. Und dann sind die Aussichten auch nicht so gut,
Sie haben keine tollen Entwicklungsmöglichkeiten und sie verdienen auch nicht besonders viel. Wir empfehlen daher weiter zu studieren und das machen tatsächlich die meisten Studierenden, dass sie ihr Studium im Masterstudium fortsetzen. Und bei uns am Fachbereich ist es sogar üblich, dass man promoviert. Wenn man sich das anhört, denkt man, das ist so ein langer Weg und das stimmt, das ist ein langer Weg, aber das ist ein sehr schöner Weg. Denn es ist so, je weiter man mit dem Studium kommt, desto schöner ist es. Bereits im Masterstudium ist man viel flexibler, man kann sich ganz anders entfalten, man kann seinen eigenen Schwerpunkt setzen. Und dann macht das Studium und auch die Forschung so richtig viel Spaß. In der Promotionsphase bekommen Sie bei uns eine Stelle. Das heißt, Sie sind schon berufstätig, Sie verdienen Ihr eigenes Geld und trotzdem sind Sie noch irgendwie Student. Das ist eine sehr, sehr schöne Phase. Danach sehen die Berufsperspektiven sehr gut aus. Viele Alumni bleiben in der Forschung oder in der Forschung und Lehre, arbeiten an Universitäten oder Forschungseinrichtungen. Andere gehen dann in die Industrie. Hier gibt es sehr viele Möglichkeiten, je nachdem, was man studiert hat, was man für einen Schwerpunkt hatte. Nach dem Studium Life Science kann man in die Biotechnologie, in die Pharmaindustrie gehen. Nach dem Studium Nanoscience kann man auch in die keramische Industrie gehen. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Einige Alumni machen sich auch selbstständig. Wir haben viele gute Beispiele für erfolgreiche Start-ups oder auch Patentanwälte unter unseren Alumni. Man kann auch im öffentlichen Bereich arbeiten, als Journalist, als Politiker. Das ist auch gar nicht so selten, dass Naturwissenschaftlerinnen in die Politik gehen. Und eine andere Möglichkeit ist auch die Wirtschaft, Unternehmensberatung. Da werden Naturwissenschaftlerinnen auch sehr gerne eingestellt. Gerade bei großen internationalen renommierten Unternehmensberatungen, weil man Naturwissenschaftlern und Naturwissenschaftlerinnen sehr viel zutraut. Man weiß, dass sie ja im Studium gelernt haben, komplexe Aufgaben zu lösen, analytisch zu denken, schnelle, gute Lösungen zu finden. Und das ist das, was in diesem Bereich sehr gefragt wird. Und dementsprechend bekommen Naturwissenschaftlerinnen sehr lukrative Angebote. Ich sage das mal ganz direkt, man verdient dann auch viel Geld. Aber, und das ist hier sehr wichtig, das soll nicht die Motivation sein. Die Karriereorientierung ist nicht das, was sie dazu anregen sollte, ein Chemiestudium anzufangen oder Life Science oder irgendeinen naturwissenschaftlichen Studiengang, denn das sind schon schwierige Inhalte, die sie dann lernen müssen. Das ist viel Arbeit und diese Karriereorientierung reicht nicht. Da muss man wirklich Neugier mitbringen und Interesse mitbringen und die Welt verstehen wollen. Dann ist man im naturwissenschaftlichen Studium erfolgreich. Wir haben unser eigenes Schülerlabor, in dem Schülerinnen und Schüler experimentieren können. Und wir sind immer offen für Klassenbesuche, bieten verschiedene Programme und Workshops für Schülerinnen an. Und wir unterstützen sie auch gerne bei ihren eigenen Forschungsprojekten, zum Beispiel im Wettbewerb Jugend forscht. Da gab es in den letzten Jahren sehr viele erfolgreiche Kooperationsprojekte. Und es gibt auch eine Möglichkeit, das Studium schon vor dem Abitur anzufangen für sehr talentierte, hochbegabte Schülerinnen und Schüler, die das schon früher anfangen möchten.
Sie können auch die Vorlesungen im Herbstferienprogramm besuchen und einfach gucken, ob das was Interessantes ist, ob Sie sich das Studium so vorstellen könnten. So bekommen Sie den ersten Eindruck, wie das Chemiestudium in Wirklichkeit aussieht. Jetzt zu Corona-Zeit sieht alles natürlich anders aus, aber wir haben auch Corona-konforme Konzepte. Sprechen Sie uns einfach an und wir finden sicherlich ein passendes Angebot für Sie, wenn Sie uns näher kennenlernen möchten. Das würde uns natürlich sehr freuen. Sprechen Sie uns an. Die Fachschaft ist die Studierendenvertretung am Fachbereich Chemie. Sie finden die Fachschaft im L-Gebäude in der Ebene 6. Und trauen Sie sich wirklich da vorbeizuschauen. Das sind total nette Leute, die Ihnen bei Fragen zum Studium und auch zum Leben in Konstanz sehr gerne weiterhelfen. Hier findet man sofort Ansprechpartner, oft die ersten Freunde. Sie vermitteln auch die Kontakte und organisieren viele schöne Veranstaltungen wie die berühmte Ersti-Hütte. Die Fachschaft organisiert auch die Ersti-Tüten mit dem Laborequipment, Laborbrillen und Laborkittel und solche Sachen. Und was auch noch sehr praktisch ist, die Fachschaft sammelt alte Klausuren, alte Laborprotokolle, die man sich dort auch anschauen kann. Das ist eine sehr praktische Sache im Studium, dass man sich die alten Klausuren auch anguckt und dass man sich dann besser vorbereiten kann. So, das war's schon für heute. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, melden Sie sich sehr gerne bei mir. Sie können sich auch gerne bei meinen Kolleginnen melden. Frau Dr. Anja Zitt ist unsere Fachbereichsreferentin und steht Ihnen auch gerne zur Verfügung, vor allem bei fachlichen Fragen zum Studiengang Life Science. Und meine zweite Kollegin, Frau Jutta Gutzer-Bleuel, wird Sie ganz gerne zu den Studiengängen Nanoscience und Chemie beraten. Ansonsten möchte ich Sie noch auf unsere Facebook-Seite aufmerksam machen. Bei Facebook veröffentlichen wir auch viele Informationen zu unserem Fachbereich, auch zum Leben am Fachbereich, zu unseren aktuellen Veranstaltungen oder zurzeit auch zu den neuen Corona-Maßnahmen. Gucken Sie sich das gerne an und wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, sprechen Sie uns an. Vielen Dank und tschüss.